zusammen, ich begrüße euch hier direkt von der Tour und im kommenden Video möchte ich euch hier ein Schlauchboot aus dem Hause Zepter vorstellen, und zwar das 3 Meter Ultra mit Aluboden. Dann geht es als erstes an den Aufbau und dann erkläre ich euch die Features von dem Boot. So, und hier haben wir jetzt das gute Stück noch im original verpackten Zustand. Die Zepter-Schlauchboote von Matti Jeremis werden immer in zwei Paketen geliefert. Hier das obere, das deutlich schwerere Paket. Ich packe das einfach mal aus, dann seht ihr, was alles dabei ist. Beim Aufschneiden aufpassen, dass ihr den Inhalt nicht verletzt. So, hier sind einmal die zwei Transporttaschen. Ich lege es einfach mal hier vorne hin. Ein Reparaturset ist entsprechend hier auch direkt mit dabei. Die zwei geteilten Aluminiumpaddel, schön in schwarz, unauffällig gehalten. Zwei Sitzbänke. Die Ausschleifungsprofile für den Aluminiumboden. Lege ich hier auf die andere Seite. Doppelhubpumpe. Hier haben wir das Spitzenteil. Beim Aluminiumboden sind alle Teile durchnummeriert. Spitze hat hier die 1. So, dann haben wir hier die Nummer 3. Das heckseitige Teil mit der Nummer 4. Auch gleichzeitig hier nochmal eine rutschfeste Gummiunterlage mit einem Cordura-Strap für den Benzintank zu befestigen. So. Und hier ist jetzt noch die Nummer 2. So, und jetzt kommen wir hier zur Gattung vom eigentlichen Boot. Wie bereits gesagt, hier habe ich jetzt heute das 3 Meter Ultra mit Aluminiumboden in Schilftarn. Das hatte ich vorsichtshalber schon aufgeschnitten. Die seitlichen Seile. Sämtliche Dokumentationen, die ihr braucht, um das Boot anzumelden. Ist das gute Stück. Räumen wir jetzt erstmal ein bisschen auf und dann zeige ich euch, wie das Ganze hier zusammengebaut wird. So, zum ersten Aufbauen empfehle ich euch, dass ihr euch einen Tag aussucht, bei dem es ein bisschen bessere, angenehmere Umgebungstemperaturen hat, weil dann einfach das ganze Schlauchbootmaterial wesentlich weicher und geschmeidiger wird. Den Luxuszustand habe ich leider nicht, weil es ist Mitte Dezember, ich bin genau in der Tourvorbereitung und deshalb baue ich jetzt nochmal das neue Boot und muss halt jetzt gucken, wie ich mit dem steifen Material hier zurechtkomme. So, erstmal die Pumpe zusammenbauen. So, das Boot wird erstmal ein bisschen in Form gebracht. Zepter-Schlauchboote bestehen aus drei Luftkammern, aus drei getrennten Luftkammern mit einem Überdruckventil. Einmal die bugseitige Luftkammer und die beiden heckseitigen Luftkammern. Und dabei ist es ganz wichtig, dass ihr beim Aufpumpen die bugseitige Kammer als allererstes immer aufpumpt, weil diese Kammer über die Wölbung im Schlauch zum Schluss Druck und Schwankungen der beiden hinteren Kammern aufnehmen kann, dass das Überdruckventil entsprechend anschlagen kann. Und jetzt wird erstmal ein bisschen Luft drauf gegeben, so ca. 20-30%, dass das Ganze hier so ein bisschen streckt. So, ich habe jetzt ein bisschen mehr Luft drauf gemacht, einfach, dass das ganze Boot erstmal ein bisschen streckt. Und wenn es dann gleich zu viel ist, für den Boden einzubauen, und dann lasse ich einfach über die Ventile ein bisschen Luft wieder ab. Boah, schön anstrengend. Bei der Gelegenheit noch gleich ein kleiner Hinweis. Es gibt von Zepter auch eine Kompressor-Elektropumpe. Sehr geiles Teil. Da kann man den benötigten Druck an der Pumpe einstellen. Schließt das Ganze an eine 12-Volt-Batterie an. Und dann geht das Ganze automatisch. So, ganz kleine Pause.
und dann geht es gleich mit dem Boden weiter. Alle Luftkammern haben jetzt eine gewisse Grundfestigkeit. Wie gesagt, ich habe es jetzt beim ersten Mal ein bisschen stärker aufgeblasen, dass ich das ganze Material hier so ein bisschen strecken und stretchen kann. Wenn das jetzt zum Einbauen vom Aluboden hier ein bisschen stramm ist, dann drückt man einfach auf die Ventile drauf, dann geht ein bisschen Luft raus und dann hat man entsprechend auch Platz, um den Aluboden einzubauen. Der Aluminiumboden ist, wie bereits gesagt, durchnummeriert. Spitzenteil die 1, die 2, die 3. Diese beiden Teile sind auch baugleich, also die können dann auch gegeneinander getauscht werden. Und das heckseitige Teil mit der Nummer 4. So, und dann beginne ich jetzt mal mit der Spitze Nummer 1. So, schon ein bisschen viel Luft. Ein bisschen runter. So, als zweites nehme ich dann die Nummer 4. Einfach aus dem Grund, weil das letzte Brett hier unter die variable Halterung ist. Das ist auch das Gute bei den Boden hier, egal ob man dann einen Luftboden oder einen Aluboden verwendet. Diese Querhalterung hier, die ist für beide Böden ausgelegt. Einmal hier unten rastet der Aluboden ein und hier ein Stückchen höher rastet der Luftboden ein. Aluboden ist über eine Nut- und Federsteckverbindung. Hier haben wir einmal die Feder, hier ist eine Nut. Greifen die Teile perfekt und stabil ineinander ein. So, und dass das Ganze jetzt gleich ein bisschen Druck bekommt, muss man dann zwei Bodenteile ein Stückchen hochlupfen, dass die Nut- und Federverbindung Platz bekommt und dann rastet das Ganze beim Runterdrücken rastet das Ganze dann ein und wird über die seitlichen Aluprofile da ausgesteift. So, das war's schon. Hier haben wir jetzt die Aluprofile, zwei Stück pro Seite. Kann man einfach so runterklappen. So, die ausschreitenden Aluprofile sind alle eingebaut. Der Boden ist jetzt stabil. Jetzt kann das Boot richtig komplett aufgepumpt werden. Auf jedem Ventil hier steht eine maximale Druckanzahl drauf. Wichtig ist, dass ihr diese bugseitige Kammer als erstes aufpumpt, dass die beiden Schläuche, die sind genau hier getrennt, dass die sich im Luftschlauch hier nach innen ausbeulen können. Dass falls tatsächlich mal, gerade im Sommer passiert es bei hohen Außentemperaturen, das Schlauchboot Überdruck bekommt, dann kann sich diese Kammer, respektive die gegenüberliegende, entsprechend ausdehnen und drückt diese gewölbte Membrane im Prinzip nach vorne und das Überdruckventil, was sich hier vorne im vorderen Bereich befindet, das kann dann anschlagen und gibt dann entsprechend überschüssigen Druck über das Überdruckventil ab. So, jetzt wird nochmal aufgepumpt und dann ist es eigentlich schon einsatzbereit. Hier haben wir jetzt das gute, schöne Stück. Nahezu komplett aufgebaut, nur noch ein paar Kleinigkeiten. Zweigeteilte Aluminiumplatte. Nur in schwarz, unauffällig gehalten. Ich empfehle euch immer, auch wenn ihr mit einem Benzinmotor unterwegs seid, immer die Paddel an Bord zu haben. Die können hier neben seitlich sauber und komplett fest verstaut werden. Falls ihr mal einen Motorschaden haben solltet, dann seid ihr dankbar, wenn ihr einen Paddel dabei habt. So, Paddel sind drauf. Im Lieferumfang sind natürlich auch noch zwei Sitzbänke enthalten. Die Sitzbänke können über diese Schiebeaufführung hier einfach draufgeschoben werden und je nach Position kann man die komplett variabel verschieben. Der eine hat längere Beine, der andere hat kürzere Beine. Perfekt für jede Position. Ich lasse das jetzt hier weg, weil wenn ich die nächste Woche unterwegs bin, dann arbeite ich fast nur mit dem Außenborder. Dann ist das hier hinten mein Platz. Deshalb lasse ich die Sitzbank hier jetzt außen vor.
Als letztes werden hier seitlich noch die Seile montiert, auch sehr schön stabil, schwarze Karabiner, schön unauffällig alles. Mit den Seilen kann man seine Ladung sichern, wenn man am Moven ist. So, und jetzt ist es einsatzbereit. Jetzt wird noch fertig gepackt für die Tour und dann sehen wir uns am Wasser. Kann euch nur empfehlen, wenn ihr ein neues Schlauchboot sucht, schaut bei Zepta auf der Homepage, ruft gegebenenfalls bei Martin Jeremis an. Er steht euch immer mit Rat und Tat zur Seite und dann findet ihr mit Sicherheit das passende Boot für euch. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß damit. Ciao, bis am Wasser gleich. So, und jetzt sind wir hier zurück am Wasser. Den Aufbau von dem 3 Meter Ultra habt ihr ja jetzt gesehen. Jetzt wollte ich noch mal kurz auf die Features von dem Boot eingehen. Also zum Ersten, wie gesagt, das ist hier die 3 Meter Variante. Als Tourboot verwende ich das Ganze hier mit dem Aluminiumboden. Das ist einfach, wenn man eine längere Tour fährt, stabiler. Und alternativ gibt es das Ganze natürlich auch noch mal mit einem Luftboden. Das hat dann den Vorteil, dass man einfach schneller auf- und abbauen kann, wenn man ein bisschen flexibel zu Hause arbeiten muss. Wie gesagt, ich verwende hier die 3 Meter Variante mit dem Aluboden. Die Ultra-Serie hat eine lichte Innenbreite von 80 cm. Ist ca. 10 cm breiter als ein normales Schlauchboot und in dem Fall hier 10 cm schmaler als der große Bruder, als das Big Catch aus dem Hause Zepta. Und eigentlich eine optimale Kombination zwischen Fahreigenschaften, Lademöglichkeit, Platzangebot und so weiter. Die lichte Innenlänge beträgt ca. 2,10 m, ebenfalls vollkommen ausreichend. Schlauchdurchmesser 42 cm. Motorisierbar ist das ganze Boot hier bis 15 PS. Aktuell fahre ich das Ganze hier mit meinem Viertakter 10 PS. Aber ihr könnt auch ohne Bedenken einen 15er draufhängen. Drei verschiedene Farbmöglichkeiten. Einmal hier die Schilftarn-Variante. Alternativ gibt es auch noch ein Dark Camo oder ein einfarbiges Oliv. Alle Applikationen von dem Boot sind nochmal zusätzlich hier mit Schlauchbootmaterial abgeklebt. An allen Haltegriffen. Die Ruderhalter, alles nochmal zusätzlich überklebt für eine maximale Sicherheit. Der komplette Unterboden wurde nochmal mit einer abriebfesten Gummizusatzlage verstärkt. Damit habt ihr auch maximalen Schutz, wenn mal das Boot im Wind und im Wellenschlag und so weiter ein bisschen an der Uferwischung scheuert. Die aktuelle Variante von dem Ultraschlauchboot wurde an verschiedenen Punkten nochmal überarbeitet. Die Hauptpunkte sind ein verstärkter Heckspiegel, im Heckspiegel integriert das Lenzventil, das nicht mehr mit einem Schiebeverschluss ausgestattet ist, sondern mit einem Lenzstopfen, wesentlich einfacher zu bedienen und wesentlich unanfälliger gegen eindringendes Wasser. Zudem wurden im Bugbereich auf der Unterseite des Schlauchbootes die D-Ringe entfernt. Gerade beim Welsangeln hat das den Vorteil, dass man beim Auslegen nicht ständig irgendwo mit der Schnur drin hängen bleibt. Bei Rückfragen zu Schlauchbooten aus dem Hause Zepta könnt ihr euch gerne an den Hersteller direkt wenden über info@zepta.de oder ihr könnt mir auf meinem Facebook-Account schreiben. Wenn ihr euch für ein Modell aus dem Hause Zepta entscheidet, werde ich euch garantieren, dass ihr auf alle Fälle euren Spaß damit haben werdet und ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß damit am Wasser.